Das Siegerlächeln ist pünktlich zum Saisonstart zurück bei den Füchsen. Mit einem 31:28 Arbeitssieg bei Hannover Burgdorf verlief der Saisonauftakt trotz Rückstandes zur Halbzeit doch noch erfolgreich. Bester Werfer der Füchse war Sven-Sören Christoffersen mit 8 Treffern. Weiter geht es für die Berliner bereits am Dienstag auswärts in Magdeburg. Die Sorgenfalten werden immer größer beim BFC Dynamo. Nach dem überraschenden Abgang von Trainer Heiko Bohner nach Saudi-Arabien gab der DFB nun das Strafmaß für die Ausschreitung beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern bekannt. 2 Oberliga-Heimspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit müssen nun im Jahn-Sportpark ausgetragen werden. Hinzu kommt 12.000 Euro Strafe.